Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines. Wir haben ja in der letzten Folge nochmal aufs Neues angefangen, wollen dem Ganzen noch einen Versuch schenken. Ich will es jedenfalls, ob ihr das auch so bejaht, weiß ich nicht. Wenn nicht, guckt das halt einfach nicht. So, aber ich mache das auf jeden Fall für diejenigen, die es gucken wollen, ne? Und ich dachte mir einfach mal, wir versuchen uns vielleicht sogar in dieser Session sogar daran, ein bisschen Schönbau zu betreiben. Problem ist halt nur, bezüglich Schönbau sind wir leider an einer ganz falschen Adresse. Aber ich versuch's. Ich gebe mein Bestes. Mal sehen, was daraus wird. Wir haben tatsächlich auch gerade nicht so eine große Nachfrage nach Wohngebieten. Das heißt, wir hocken uns jetzt einfach mal an. Ich gehe jetzt einfach mal hin und sage dem einfach mal, nope, ihr baut jetzt mal nicht hier hin. Ich mache daraus jetzt einfach mal kurz sowas. Ja. Ja. Die Industrie würdet ihren Platz dann hier hinten irgendwann irgendwie. Ich würde mal alles erstmal auf 60 runterdrehen, falls das überhaupt möglich ist. Nicht, dass es zu wenig wird. Das müssen wir unbedingt mal machen. Gerade mal den Kram ein bisschen runterdrehen. Nochmal 70. Bin gerade unsicher, wie das mit Wasser aussieht. Ob ein Budget von 70 den Kraftwerken reicht, dass sie halt wirklich was machen. Ja, wir sehen, das reicht in Dicke. Wenn ich das auf 50 runterschraube, reicht es denen dann immer noch Dicke. Oh, ne? Gut. Ja, dann, was das angeht, da gerade mal schauen, dass wir das Straßenbudget auch noch ein bisschen runterkriegen. Ich glaube, das brauchen wir halt im Moment halt auch nicht so wirklich, ne? Auch jede Menge Einbahnstraßen, ne? Das ist halt irgendwie auch so eine verrückte Idee, die ich mal hatte, die ich mal ausprobieren will, wie das Spiel eigentlich funktioniert, wenn man jetzt einfach mal nur mit Einbahnstraßen rangeht. Warte mal, ist es wirklich so kurz, die Straßen? Glaube schon, ne? Glaube schon, das ist so. Dann machen wir doch mal hier. Ja, gucken wir nochmal hier auch nochmal dahin. Dann machen wir hier auch nochmal ein bisschen Einbahnstraßen, ne? Wir müssen da ja nicht langfahren über die Straßen, ne? Wir müssen es ja nicht. Die können mal schön machen, die kriegen das schon hin. Ich glaube an die. Wird er sogar. Kriegt dann eigentlich was zurück? Er sieht doof aus. Vergiss es. So, wir können mal in der Street, können wir eben so eine Straße mal eben gerade verwenden. Wir müssen ein bisschen hier hinten mal gehen erstmal. Okay, dann fangen wir mal an, hier ein bisschen Industrie reinzuzimmern. Es ist nicht viel, aber es ist schon mal ein Anfang. Da können wir sie hinten gehen. Oh, warte mal. Fällt gerade was auf. Stopp, 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 stopp. Pause. Muss was ändern. Das ja mal bis so gemacht, ne? Bis dahin. Damit das alles ein bisschen kompakter ist. Gut. Ja, ich muss dann immer Musik unterlegen. Fällt mir gerade mal so auf. Hey, wir haben ja schon. So. Muss ich gerade mal kurz schauen, wie weit muss die Straße eigentlich gehen? Muss ja immer genau dazwischen sein, ne? So. So ein kleines Quadrat haben wir dann da. Und hier hinten kann dann schön die Industrie erstmal in Ruhe entstehen. Stimmt, Strom müssen wir auch nochmal sorgen dafür. Wo können wir denn am besten mal anschließen? Am besten hier, ne? Ich müsste unbedingt mir mal abgewöhnen, diese krasse Rasterbauweise zu verwenden. Weil dies halt, es hat sich ja gezeigt, was es dann für Probleme geben kann damit. Deswegen sollte ich die endlich mal eigentlich mir mal abgewöhnen, weil es ist nicht gut, sowas. Da hinten haben wir jetzt auch Strom, ne? Pass auf, dann würde ich nämlich das ganze Gedöns gerade mal verlegen, dann würde ich das nämlich hier mal wegnehmen. Dann können wir da hinten nämlich mit Straßen weiterbauen. So. Und dann fange ich, also dann baue ich mal hier diese Straßen hier am Ende, die baue ich mal weg. Komm mal fort. Damit das nicht so unfassbar viele
Kreuzungen gibt. Oh Gott, also hier lang zu fahren, also das ist ja die Hölle. Hier will ja kein Mensch lang fahren. Warte mal, wir machen das mal anders. Ich will mal wenigstens ein bisschen Beruhigung reinbringen. Es gibt da ja auch diese schmalen anderen Straßen hier. Dann mache ich das da mittendrin wenigstens mal so. Dann können wir nämlich hier die kleinen Querstraßen hier, die können wir dann wenigstens beidseitig befahrbar machen. Da machen wir aber eben hier so Einbahnstraßen, damit das da so ein bisschen geregelter abläuft. Ich hätte sogar gesagt, hier hinten können wir die eigentlich, hier in der Mitte würde ich sie vielleicht sogar wegmachen, aber ich weiß es nicht. Ich muss gerade nur mal überlegen, wie das verkehrsmanagementmäßig am sinnvollsten wäre. Ah, die wollen Müllindustrie, verstehe. Ja, die hat ja dann hier einen super Platz hier hinten. Dort kann sie natürlich auch so gleich ihren Dienst beginnen. Machen wir mal hier so ein Ding hin. Also und übrigens könnten hier ruhig überall Autos parken, ist mir scheißegal. Sollen sie mal machen hier alle. Gerade diese Einbahnstraßen, die bieten sich ja eben an, dass man da eben... das hier ist übrigens Bullshit geworden, leider. Ich dachte das also leider nicht so am ganzen Stück machen. Ah, guck mal, an den meisten Straßen habe ich sogar schon dran gedacht, das so zu machen. Aber eben nicht bei allen. Das schon richtig gemacht, sehr schön. Hier müsste ich nochmal alles upgraden. Dann können die Autos nämlich hier auch parken. Ich würde nämlich gerne von diesen kleinen, schmalen Straßen würde ich nämlich gerne fernhalten. Irgendwo müssen sie ja parken. Ich würde die sogar hier vielleicht rüberführen. Weil hier hinten müsste dann ja wahrscheinlich, ich meine, ja mal die Küste, ne? Das heißt, am besten müsste man hier wahrscheinlich die Straße in Diagonal rüberziehen. Und dann halt eben entsprechend mit den ganzen Bauten halt auch nachziehen. Also mal schauen, wie sähe das denn mal gerade mal kurz getestet aus. Ja, gewöhnungsbedürftig, aber es wird schon. Wir müssen dann hier auf jeden Fall, müssen wir dann hier rüber irgendwie. Also eigentlich dürfte man das Wohngebiet, was ich hinten schon gemacht habe, dürfte ja gar nicht festlegen. Hätte ich gar nicht machen sollen. Weil wie gesagt, hier müsste eigentlich so eine Straße quer durch. Damit wir dann eben langsam eben eine andere Richtung einschlagen, ist ja wichtig, weil, wie gesagt, wir haben hier hinten dann eben, die Küste. Ich weiß nicht, ob das schon reicht, wenn ich hier nochmal rangehe, aber ich glaube nicht. Nee, das wird nicht reichen. Ich will ja auch, dass da noch ein bisschen was ranpasst. Das heißt, ich werde leider doch mal kurz hier den Kram wegreißen, ja alles, dass die Häuser mal kurz verschwinden und mal die ganze Straße hinten mal weg und die ganzen Wasserleitungen ebenso. Man kann mal kurz schauen. Wobei, die lasse ich vielleicht sogar nochmal da. Ich müsste dann gerade mal kurz schauen, dass ich hier rüber gehe. So. Ja, das kann erstmal so bleiben. Dann haben wir hier so eine kleine... So einen kleinen Winkel hier gegeben. Na, und dann können wir jetzt theoretisch hier nochmal ein bisschen weiterziehen. Aber ich glaube, wir müssten dann mal ein bisschen schauen. Das ist nicht so lang, ne? Es ist keine... Ja, es ist quasi 1,5. Ja. Dann müssten wir hier am besten dann so eine Richtung einschlagen, dass wir dann genau die 127 Grad müssen wir dann genau wieder haben. Theoretisch. Ne, 135, sorry, 135. Ja. Ich muss ja gerade mal kurz so ein Ding hinbauen. Hier müsste dann noch eine Straße abgehen. So eine Einbahnstraße draus. Genau, das bleibt soweit. Wie übertrage ich das?
Wir können auf jeden Fall hier rüber. Ich würde sogar gerade mal pausieren, weil die Bewohner gehen mir schon wieder mit ihren Bedürfnissen auf den Sack gerade. Warte mal, wie habe ich das da gemacht? Ich weiß es halt nicht mehr genau. Also hier können wir auf jeden Fall schon mal... Okay, verstehe. So. Genau. Und dann müsste hier theoretisch so eine Straße hin. Die können wir dann einmal bis hier hinsetzen erstmal. Ah ja, da können wir dann nicht eine schöne kleine Kurve ziehen eigentlich. Also so ist natürlich keine schöne Kurve, aber das lässt sich ja ändern. Weil wir brauchen diese Kurve auch. Das ist ganz einfach ein Grund, damit wir da eben auch Wohnraum dran anbauen können. Das ist eine sehr wichtige Kurve. So. Und dann... wird das hier nämlich auch was. Ja, und dann können wir nämlich dann auch hier im Prinzip dann mit der Straße dann so rübergehen. Und dann haben wir unseren geregelten Verlauf wieder. So. Genau. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall mal hier Wasserleitungen ziehen. Das ist wichtig. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Da führt nun mal leider gar kein Weg dran vorbei. So, danke. Genau so hätte ich es gerne. Dann hier rein und dann würde ich auch sogar der Vollständigkeit halber... Warte mal, werde ich diese Leitung mal kurz rein wegziehen. Ja gut, da haben wir einen theoretischen kleinen Klecks, der halt nichts abbekommt, aber das ändert sich gleich. Warte. Hier fängt das an. Oh, hier so quasi. So. Dann haben wir diesen kleinen Klecks nämlich auch jetzt angebunden mit Wasser. Ah, wenn ich hier Shift drücke, dann können wir die ganze Straße machen. Das habe ich nämlich gesucht. Genau dieses Tool. Dann können wir wenigstens 70 fahren hier an dieser Stelle. Das ist schon mal gut. Eigentlich als Standardtempo. Überlegen. Was wir aber mal kurz machen können, und das ist wirklich wichtig, das müssen wir wirklich mal dringend machen sogar, das ist für Polizei sorgen. Und da würde ich sagen, das machen wir am besten mal direkt hier an der Hauptstraße sogar. Es ist nämlich schön am Zentrum. Also meine ich dann richtig gut, da kriegen wir eine Menge nicht abgedeckt, auch mit einem Rutsch. Das ist gut. Warte mal, passt die hier sogar besser gegenüber? Ja. Vielleicht gehen die noch weg. Jo. Ja, jetzt kriegen die immerhin ein bisschen was ab. Das ist schon mal etwas. Ich würde die Steuer noch gerne ein bisschen anziehen. Das sollte doch hoffentlich langsamer machbar sein, oder? Gehen wir mal auf 11% mit allem. So. Und meckern sie rum, dass denn das so teuer wird. Nö, ne? Bis jetzt nicht. Okay. Puh, ich glaube, wir brauchen sogar ein neues Werk eigentlich, ne? Oh ja, okay, wir brauchen ein neues Werk. Ich verstehe. Erledigt. Und sobald das anfängt zu arbeiten, haben wir bestimmt wieder Unmengen an Strom. Jo, so sieht's aus. Da kommen wir jetzt mit dem Budget wieder ein bisschen runter. Ich würde auf 130 gehen. Ich will jetzt nicht zu teuer bezahlen. Oh ja, ich kann sogar noch viel weiter runtergehen, sehe ich gerade. Jetzt sind wir 90 oder probieren wir 110. Und gucken nochmal. Strom. Okay. Wir können wahrscheinlich auf 100 problemlos wieder runtergehen.
So, perfekt. Gut, ja, wir machen Geld. Sehr schön. Jetzt könnte es aber langsam so anfangen schon mit öffentlichem Nahverkehr. Jetzt können wir, was wir aber vor allem jetzt machen konnten, wäre die Autobahn. Nee, okay, können wir doch mal. Ich dachte schon. Ich dachte, soweit wären wir schon. Aber nein, leider nicht. Aber wir sind an dem Punkt angelangt, wo ich diese Folge dann noch für heute beende. Ich danke also wieder mal fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal und ciao.